Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Gaming-Stuhl aus dem Hause Sigtour. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zockerstuhl für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Gamerstuhl werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, hierbei haben wir einen Zockerstuhl, der sich optisch durchaus auch an weibliche Zockerinnen richtet. Und ja, wenn man eben auf diesen pinken Farbstil steht, kann das besonders interessant sein. Bei mehr und mehr Streamern sieht man diese Stühle im Hintergrund und ja, jeder, der selbst gerne Games am PC zockt, kann damit durchaus etwas anfangen. Denn so ein Vorteil von so einem Gaming-Stuhl ist beispielsweise das Extrakissen oder die Extrakissen einmal im Nackenbereich und einmal im Bereich der Lenden. Es hat sich einfach gezeigt, dass damit ein angenehmes Sitzen am Computer möglich ist, weswegen viele Gaming-Stühle, die du dir so anschauen wirst, über dieses Zubehör verfügen. Ja, optisch natürlich durchaus sehr verspielt und mädchenhaft hier mit dem pinken weißen Design. Sieht auch sehr hell und freundlich aus. In Sachen Ausstattung bin ich der Ansicht, dass sich der Zockerstuhl zu dem Preis nicht verstecken braucht, würde ich insgesamt betrachtet als ein faires Angebot für einen Gaming-Stuhl bezeichnen, ja. Ob es für dich der passende Zockerstuhl ist, kannst du allein am besten beurteilen. Es gibt einige Gaming-Stühle auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Ja, das ergonomische Design ist hier in der Tat ein Vorteil, den halt viele dieser Gaming-Stühle mit sich bringen. Es geht einfach darum, komfortabel am Computer zu sitzen. Das Design ist hier nochmal ein besonders wichtiger Aspekt, gerade wenn man jetzt an Streaming denkt oder so, wo man also auch mit einer Cam dann den Stuhl immer so ein bisschen sieht, kann das nochmal besonders sinnvoll sein, wenn man eben auf diesen pinken Style steht. Und genau, die Fußrollen sind auch praktisch, so kann man ihn leicht bewegen und die Armstützen brauchen sich auch nicht zu verstecken. Insgesamt betrachtet, wie ich finde, ein faires Angebot für einen Zockerstuhl. Ob es für dich der passende Gamerstuhl ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Computerstuhl aus dem Hause Sigtour. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Alles Gute. Ciao.